mal heute wieder an dem See, meinem Heimatgewässer. Und jetzt habe ich habe heute bewusst zwei Routen ausgelegt, einen auf 60 Meter, da habe ich 7 Meter Wassertiefe. Habe auch gestern vorgefüttert das erste Mal, die andere habe ich auf 42 zu meiner rechten Seite. Ist jetzt schlecht zu erkennen. Und siehe da, obwohl ich den Platz nur gestern einmal angefüttert habe, hätte ich nicht für möglich gehalten. Im flacheren Bereich habe ich jetzt eine Brasse, Kontakt. Ich hoffe, dass ich sie euch zeigen kann. Jetzt mal die Ultra Heavy von unserer NX Feeder Serie drauf. Also kein Problem, auf 60 Meter zu werfen, auch bei Gegenwind. Flatkorb ist drauf. Und gut, die Bisse sind natürlich brachial, das sieht man sehr gut. Jetzt kommt er gleich hoch. Und da ist er im Netz. Jetzt hat die Rutennummer abgelegt. Und dann zeige ich euch das Exemplar von vorne. Wenn wir das machen. So, hältst du still? Dann kann ich mit meinen Engländer Händchen kaum umfassen. Das heißt, hier ist er. Und hier ist er gut gehakt. Ihr seht, schlichte zwei Maden heute. Habe auch mal die Kunstköder drauf gemacht. Vorhin hatte ich keine Resonanz, bin ich wieder auf ganz normal, klassisch gegangen und jetzt hat es gerabbelt. Mal sehen, ob es gleich weitergeht. Bis dann. Tschüss.